Hallihallöchen, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt hier auf dem Kanal Swiss Akuyaku LP. Ich freue mich tierisch auf dieses Projekt. Man hörte ja in letzter Zeit relativ wenig von mir. Es hat verschiedene Gründe, Arbeit, Fußball. Jetzt sitze ich zu Hause mit einem Bänderriss, aber das haltet mich nicht davon ab, dieses Spiel, auf das ich schon so lange warte, endlich aufzunehmen. Ich denke, es wird jeden Tag ein bis zwei Videos kommen, wenn es drin liegt. Ich bin noch zwei, drei Wochen zu Hause. Von daher liegt das drin. Muss ich ja nicht sagen, dass es sich um Mass Effect Andromeda handelt. Andromeda, sagen wir es so, auf Deutsch. Deutsch! Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, wir fangen an. Man kann hier, wie ich gesehen habe, entweder einen Schnellstart machen mit vorgegebenen Charakteren, aber das ist langweilig. Darum, ach und noch was, hier, ihr seht hier meinen Namen in Origin. Bitte, bitte lacht mich nicht aus. Ich war 12 Jahre alt, als ich diesen Account erstellt habe. Und ich benutze ihn eigentlich nie. Und ja, jetzt halt, ja. Freundschaftsanfragen müsst ihr mir nicht schicken, geht glaube ich auch nicht. Die nehme ich eh nicht an. Aber egal. Einen Charakter stellen, das ist jetzt das Wichtigste. Ich bin gespannt. Ich bin aufgeregt. I'm so excited. Jetzt muss ich natürlich noch laden. Achten Sie darauf, einen Trupp zu wählen, der Riders Stärken und Schwächen ergänzt. Experimentieren Sie mit verschiedenen Konfigurationen. Ja, wie lange warte ich jetzt schon auf dieses Spiel? Ich glaube, etwa 2 Jahre. Der Release wurde ja, glaube ich, einige Male verschoben. Bis er jetzt dann, also heute ist es dann der offizielle Release. Ich habe gesehen, auf YouTube haben schon einige vor einer Woche zocken dürfen. Das ist halt das Privileg, wenn du YouTube VIP bist, sagen wir es mal so, oder ein berühmter Let's Player, bekannter Let's Player. Das ist ein schönes Privileg, das brauche ich nicht. Das ist unfair gegenüber den anderen, ja. Ich spiele es, wenn es dann auch wirklich verfügbar ist. So, also natürlich, ich bin ein Mann, ich nehme auch einen Mann. Daher, das Geschlecht ist natürlich männlich. Das Aussehen, das ist Standard. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Oh Gott. Gehen wir einfach mal ein bisschen durch. Ne. Kein Asiate. Ne. Ne. Was ist denn los? Ne. Individuell. Boah. So, wenn ich einen nehmen muss, die sind alle scheiße. Die sind alle kacke. Wenn dann. Den? Oh ja. Nimm den. Okay. Die Ausbildung. Sicherheitspersonal. Während ihrer Zeit beim Allianzmilitär haben sie so viel wie möglich über Waffen und Taktiken gelernt. Anfangskraft. Betäubungsschuss. Verschießt ein wärmesuchendes Projektil mit hoher Durchschlagskraft, das Gegner zu Boden schleudert. Freigeschaltete Fähigkeiten der Turbolader. Gewährt eine beträchtliche kurzzeitige Verbesserung von Waffenfeuergeschwindigkeit und Thermomagazineffizienz. Und die Kampffitness erhöht die Zähigkeit und ermöglicht es, mehr Waffen mitzuführen. Dann gibt es den Biotiker. Sie wurden beim Allianzmilitär als designierter Biotiker eingesetzt und haben ihre Kameraden mit ihrer Fähigkeit unterstützt, Masseneffektfelder zu kontrollieren. Die Anfangskraft ist Werfen, benutzt ihre biotischen Kräfte, um einen Gegner durch die Luft zu schleudern. Freigeschaltete Fähigkeiten. Die Singularität erzeugt einen Strudel, der Gegner, die hineingeraten, festhält und außer Gefecht setzt. Die Barriere verstärkt ihre Verteidigung mit einer leistungsstarken biotischen Barriere. Dann der Techniker. Gelernt, wie man Drohnen bedient und feindliche Systeme hackt. So, die Anfangskraft ist die Überlastung.
löst eine elektrostatische Entladung aus, die Schilden und synthetischen Feinden hohen Schaden zufügt. Kann auf mehrere Ziele überspringen. Klingt cool. So, die Invasion hackt sich in Panzerung und Waffen ihrer Gegner, infiziert sie mit einem Computervirus zur Schwächung der Verteidigung und kann sogar auf Feinde in der Nähe überspringen. Dann die Teamunterstützung entwickelt spezialisierte Technologien, um die Überlebenschancen ihres gesamten Trupps zu verbessern. Der Anführer, das ist ja etwas für mich. Moment, hier gab es nichts zum Scrollen. So. Mit Führungsqualitäten erwiesen und in enger Zusammenarbeit mit ihren Kameraden für deren Sicherheit und die Sicherheit anderer gesorgt. Der Energieentzug entzieht Energie aus den Schilden ihres Ziels und stärkt damit ihre eigenen. Besonders effektiv gegen synthetische Gegner. Die Auslöschung erzeugt eine sich bewegende Aura von Masseneffektfeldern um sie herum, das Gegnern in der Nähe langsam aber stetig Schaden zufügt. Dann die Teamunterstützung entwickelt spezialisierte Technologien, um die Überlebenschancen ihres gesamten Trupps zu verbessern. Dann der Kämpfer. Das klingt nach mir. Yes. Wenn es zum Kampf kam, waren sie immer als Erster dabei, meistens im Einklang mit dem Protokoll des Allianzmilitärs, allerdings nicht immer. Der Sturmangriff, sie stützen sich auf Gegner wie ein Komet und stellen beim Aufprall einen Teil ihrer Schilde wieder her. Dann die Kampffitness, erhöht Zähigkeit und ermöglicht es, mehr Waffen mitzuführen. Und der Sturmangriff, sie oben. Okay, das ist aber kacke. Dann der Agent. Das Verhalten bei Geheimmissionen und die dabei von Spezialeinheiten eingesetzte Tech studiert, konnten dieses Wissen aber vor der Andromeda-Initiative nur selten anwenden. So, dann gibt es die taktische Tarnung. Sie werden mit Hilfe von Lichtkrümmungstechnologie kurzzeitig unsichtbar. Wenn sie durch einen Angriff die Tarnung aufheben, erhalten sie einen großen Schadensbonus. Dann die Kampffitness erhöht Zähigkeit und ermöglicht es, mehr Waffen mitzuführen, und die taktische Tarnung, siehe oben. Der Biotika klingt cool. Muss ich sagen. Sicherheitspersonal. Das klingt eigentlich auch nicht schlecht. Der Techniker. Nee, das ist nicht so meins. Der Kämpfer und der Agent, vor allem der Agent gefällt mir, aber das ist halt scheiße, dass du bei den freigeschalteten Fähigkeiten nichts Zusätzliches hast. Ich glaube, ich nehme das Sicherheitspersonal. Kurzzeitig, ja, da hast du eigentlich alles, was du brauchst für ein ausgeglichenes Kampfverhältnis. Du kannst Gegner zu Boden schleudern. Du kannst die Waffenfeuergeschwindigkeit beträchtlich erhöhen für eine kurze Zeit, mehr Zähigkeit und mehr Waffen tragen. Das ist eigentlich cool. Wobei der Biotiker, das ist auch was Spezielles. Ja. Muss ich zwischen diesen beiden entscheiden. Strudel von den Gegner hineingeraten fest und außer Gefecht setzt. Verstärkt die Verteidigung mit biotischer Barriere. Benutzt biotische Kräfte, um einen Gegner durch die Luft zu schleudern. Das klingt eben auch sehr, sehr geil. Aber ich bin ein bisschen Rambo. Da müsste ich eigentlich den Kämpfer nehmen, aber da er Scheißeffekt hat, nehme ich das Sicherheitspersonal. So. Der Name. Ich kann einen anderen Vornamen für den Charakter werden. Also Ryder ist sowieso der Nachname. Lassen wir Scott Ryder. Lassen wir. Zwillingen anpassen. Das kann von mir als das Standard sein. Aber muss es eine Frau sein? Wie sieht gut aus? Die Vergangenheit. Männlicher Shepard, weiblicher Shepard. Natürlich der männliche. Ganz klar. Charakterdaten hochladen, Charakterdaten importieren. Ich muss aber das Aussehen ein bisschen anpassen. Hier geht es ja noch weiter, habe ich gesehen. Hautton. Ui. Ja. Augenbrauen. Ach du Scheiße. Nee, das passt. Die Wange, Kinn, Augen. Augen. Oh Gott. Nee. Dann nehmen wir
Nimm mal die goldene Mitte. Frisur. Ich will ein anderes Gesicht. Aber welches will ich? Und alle Scheiße. Alle Scheiße, alle Scheiße. Ja, komm. Wir nehmen dich. Die Frisur. Kann ich dich drehen irgendwie? Ja, kann ich. Okay, ja, die ist eigentlich schon mal nicht schlecht. Hey, nicht so schnell drehen. Frisur. Ah, hier muss man das machen. Okay. Ich möchte gerne diese Frisur finden, die ich im Real Life auch habe. Wenn es sie hier gibt. Sieht nicht so aus. Dann. Die ist am ähnlichsten. Hör mal die. Haarfarbe. Holy shit, badass. Geht's hier noch weiter runter? Ich hab blau gesehen. Hell yeah. Das hätte doch Style. Dann müsste ich aber eine andere Hautfarbe haben, wenn ich sowas will. Ja. Wir nehmen was Neutrales. So. Gesichtsbehaarung. Also dieser Bart, der geht schon mal gar nicht. Ja. Oh. Was Schlichtes. Wir nehmen den. So, die Augen. Die äußere Farbe. Wo ist blau? Ah, so. Ey. Hallo, ich will blau. So, und die innere Farbe haben wir auch blau. So, blaue Augen. Ich mag blaue Augen. Make-up. Warum Make-up? Lippenstift kann ich sogar machen. Oh, hell no. Hell no. Narben und... Ja, Narben sind immer cool. Dreh ein bisschen dein Köpfchen. Nicht so fest. So. Naja, sind jetzt nicht so coole Narben. So weit ist gut. Wir nehmen die. Ja gut, so intensiv muss er jetzt nicht sein. Wir nehmen... So. Tattoos. Tattoos sind gut. Aber es geht nur um Gesicht, ne? Hey, wo ist denn hier ein Tattoo? Ach so. Und jetzt? Hell no. Dreh deinen Kopf. Ah. Ja, du musst jedes Mal den Kopf drehen, du. Jetzt ja noch auf der anderen Seite. Eieiei. Ne, wir machen kein Tattoo. So, bestätigen. Bin zufrieden. Ach so, mit Escape bestätigen. Okay. Okay. Bestätigen und Spiel starten. Ja. 15 Minuten gebraucht für das. So, wir nehmen die Schwierigkeit normal. Möchten Sie das Spiel starten? Selbstverständlich. Der erste Part geht ein bisschen länger, da müsst ihr keine Angst haben.
So. Ja, ich hab Gänsehaut, ich bin aufgeregt. Ich habe zwar Schmerzen am Fuß, weil ich ihn nicht hochlagern kann, aber das nehme ich in Kauf. So. Und ich halt jetzt, bis das Intro fertig ist, meine Klappe. Viel Jeder Spaß. bedeutende Moment unserer Geschichte begann mit einem Traum. Hinter jeder großen Errungenschaft stehen Menschen, die bereit waren, alles dafür zu geben. Wir alle lassen unsere Familien zurück, unser Zuhause, den Geburtsort unserer Spezies. Einige streben nach der Entdeckung des Unbekannten. Andere suchen nach einem Neubeginn. Doch welche Gründe wir auch haben, heute machen wir den ersten Schritt in eine neue Zukunft für die Menschheit. Heute beginnen wir, unseren Traum wahr werden zu lassen. So, let's go. Noch schnell eine gute Sitzposition finden. I'm ready. So, zurück auf der Hyperion. Gehen Sie es langsam an. 600 Jahre langsam angehen reichen. Ryder Scott, Aufklärungsexperte, Pathfinder-Missionsteam. Pathfinder-Team, diese Leute suchen uns eine Heimat. Wie wär's mit was Tropischem? Warmes Meer, das ganze Jahr über Sommer. Wollen wir ihm nicht erstmal einen Kaffee holen? Ja, Kaffee klingt gut, danke. Obwohl ich keinen trinke. Ui. Übrigens zur Grafik, also das alles auf Ultra, ne? Scott Ryder, mal sehen, wie es Ihnen geht. Hier hinsehen. Nach der Entdeckung einer ungewöhnlich großen Anzahl möglicher Kandidaten oder goldener Welten wurde der Helios Cluster als unser Ziel ausgewählt. Sie sind heute Teil der ersten Welle von Archen, die Andromeda erreichen. Die neue Heimat der Menschheit. Bei ihm klingt das alles so einfach, nicht wahr? Die Wahl des Tons hilft, Ryders Persönlichkeit zu definieren. Zwanglos, logisch, emotional, professionell.
Einfach macht keinen Spaß. Ja. Ich hoffe, das wird es nicht. Ich will erst mal Abenteuer erleben. Nun, Ihr Wunsch könnte in Erfüllung gehen. Ja? Jetzt hierhin. Der Pathfinder will Sie alle sofort auf den Beinen sehen. Missionsbereit in einer Stunde. Wissen Sie warum? Nein, aber ich schätze, da kommen Ihre Abenteuer ins Spiel. Klingt gut. Okay, alles in Ordnung. Nur eine Sache noch, bevor ich Sie entlasse. Testen wir Ihr Sam-Implantat. Sam, überwachst du alles? Sam, bist du online? Ja, Dr. Tiplero. Guten Morgen, Ryder. Fühlen Sie sich gut? Mein Implantat. Ich taue noch auf. Ich bin voller Tatendrang. Ich bin bereit. Bestätige. Ich registriere einen erhöhten Adrenalinspiegel. Das Neuralimplantat funktioniert einwandfrei. Koffein hat mich schon immer aufgeputscht. Wir sind fertig. Sie können jetzt los. Außer Sie möchten noch bleiben, bis wir Ihre Schwester aufgeweckt haben. Es hilft immer ein vertrautes... Das klingt gar nicht gut. Es sieht auch nicht gut aus, würde ich jetzt mal behaupten. Alt drücken, um Bild zu fokussieren. Ja, halte durch. Ich bin hier. Hallo. Ich setze das System zurück. Ist allen gut? Ich denke schon. Was war das? Wissen wir nicht. Die Sensoren sind gestört. Aber es ist schön, Sie zu sehen. Nach all diesen Jahrhunderten... Hier spricht der Pathfinder. Missionsteams, setzen Sie die Vorbereitungen fort. Cora, Riders, auf die Brücke. Sie haben ihn gehört, hier. Wir haben hier ein Problem. Bei Sarah Ryder. Ah, mein Zwilling. Was ist los? Weiß ich nicht. Ich muss mir das erst ansehen. Warum ist sie da drin? Es sieht aus, als wäre die Stase-Kapsel von einer Art Spannungsstoß getroffen worden. Aber es ist doch alles in Ordnung, oder? Ich führe gerade eine Diagnose durch. Scott. Geht es meiner Schwester gut? Sarah ist okay. Ihre Vitalwerte sind bestens, aber der Wiederbelebungsvorgang wurde unterbrochen. Ja, ich darf sie nicht verlieren. Das klingt gar nicht gut. Keine Sorge. Das bedeutet lediglich, dass der Vorgang etwas länger dauert als üblich. Sam? Meine Verbindung zu Sarahs Implantat wurde unterbrochen, aber ihr Puls, ihre Atmung und Hirnaktivität sind völlig normal. Um sicher zu gehen, behalten wir sie noch eine Weile im Koma und lassen ihren Körper dann auf natürliche Weise das Bewusstsein wiedererlangen. Sie schafft das schon. Freut mich, das zu hören. Danke, Lexi. Halten Sie uns auf dem Laufenden. Ich warte an der Tür auf Sie, Ryder. Kommen Sie hin, sobald wir los können. Wie sollen wir weiter vorgehen? Okay. Wir lassen vorerst alles, wie es ist. Wen haben wir denn hier noch? Costa? Hello? Hey, heftiger Weckruf, was? Mit sowas als erstes nach der Stase hatte ich nicht gerechnet. Damit sind wir schon zu zweit. Halten Sie durch. Ein Datenpad? Die gute Nachricht ist, dass wir nach 600 Jahren Reise genau dort sind, wo wir sein sollen. Wir sind im Helios-Cluster der Galaxie Andromeda angekommen und schreiben das Jahr 2819. Cool. Das mit der Stase befasste medizinische Personal soll sich unverzüglich zum Dienst melden. Das Pathfinder-Team hat beim Aufwecken Priorität. Bereiten Sie seine Mitglieder anschließend auf die Feldaufklärung vor. Berichte über ein ungewöhnliches... Himmelsphänomen im Cluster werden derzeit überprüft. Mehr dazu in Kürze, Captain. Dann, okay. So, da wir jetzt zur Tür müssen, kann ich hier perfekt den Part beenden. Den nächsten gibt es entweder schon heute. Ich denke mal, heute gibt es zwei Parts. Und ab morgen dann jeden Tag ein Video. Und ja. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo hier, ein Like, Kommentar, was auch immer. Es würde mich
sehr, sehr freuen. Und es würde mich natürlich umso mehr freuen, wenn ihr beim nächsten Video auch wieder dabei seid. Einen schönen Tag wünsche ich euch noch. Tschüss!